dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, hier spricht die Folge 49 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Herzlich willkommen. Eine Folge vor der zweiten Jubiläumsausgabe Nummer 50 mit großer Party, Riesenfeier, Straßenkorso, allem Pipapo. Was dazugehört? Heute wende ich mich an diejenigen unter meinem Publikum, die mit Abstraktionen in erster Linie durch das Gegenteil derselben bekannt geworden sind, und zwar mit dem Konkreten. Die Leute, die das Abstrakte für das Theoretische halten, was nicht konkret ist, ist nur geredet, da wird nichts getan. Und derlei Ansichten beruhen auf einem grundlegenden Missverständnis der Sprache. Schon Wittgenstein hat bemerkt, jedes Wort ist eine Tat. Denken ist eine Aktivität, und zwar das reflektierte Denken, das ist eine Arbeit, das ist eine Mühsal, das ist mit Schwierigkeiten verbunden. Man leidet unter Umständen darunter, aber von derlei unlustigen Angelegenheiten wollen viele Leute nichts wissen. Außerdem ist ihnen schon von klein auf das Interesse an ihrem geistigen Sein, mitunter auch ihrem seelischen Sein ausgetrieben worden, so dass letztlich die einfacheren Bedürfnisse, die konkretesten sind, wie zum Beispiel der universale Gleichsetzer überhaupt, das Geld, mit dem man sich alles scheinbar alle anderen Wünsche befriedigen kann, erfüllen kann. Um diese Vorurteile etwas aufzuklären, weiter aufzuklären, nicht nur jetzt in 50 oder 70 oder 100 Folgen, Kreuzzeichen. Konkret jetzt, ganz konkret an der Nummer 239, und hier heißt es: Es gibt Theorien mit unterschiedlichen Allgemeinheitsgraden, aber keine Theorie ohne einen Mindestgrad an Abstraktion. Sprich, jede Art von Vorstellung ist allein schon, indem die Sprache dabei eine Rolle spielt und Begriffe gebraucht werden, das Irrationale etwas in vergegenständlicht werden muss, um für das Bewusstsein greifbar zu sein, und es sich bei diesen Begriffen um Allgemeinbegriffe handelt, ist alle Erklärung im Grunde genommen eine Spezifizierung des Allgemeinen. Also eine Individualisierung des Allgemeinen, um auf die möglichst einmalige, das einmalige individuelle Geschehen zu sprechen zu kommen. Das, was früher als Tatsache bezeichnet wurde, was aber letztlich alles auf Interessen beruht, und was früher als Tatsache bezeichnet worden ist, ist nur innerhalb bestimmter Zweckvorstellungen etwas, auf das man sich geeinigt hat, um jetzt etwa Entlohnungen in der Arbeitswelt nicht völlig unbegründet da stattfinden zu lassen. Oder
in der Rechtsprechung einigt man sich auf einen Tatsachenbegriff, um dann auch Schuldige haben zu können. Aber da ist erst einmal zu begreifen, dass diese Tatsachen nur sekundären Charakter haben, sozusagen. Zuerst muss festgelegt werden, wie weit jetzt bei der Tatsache so ein Begriff gehen soll, aber das gilt auch im Prinzip für alle Begriffe. Und in der Definition von solchen Begriffen mitreden zu können, muss selbstverständlich auch ein Verständnis dafür bestehen, wie es überhaupt zu Abstraktionen kommt. Sonst ist der demokratische Zustimmungs- oder Anerkennungs- oder Wahlprozess völlig auf ein Glauben und auf eine Glaubwürdigkeit ausgerichtet, dahingehend, dass man einem Politiker zum Beispiel oder irgendeiner anderen Autorität, die mit dem Anspruch auftritt, es besser zu wissen als alle anderen, mehr oder weniger glauben muss, ob diejenige Person Begriffe in einer ganz bestimmten Art und Weise gebraucht. Also diese Autoritäten müssten im Grunde genommen immer erklären, wie sie ihre Begriffe gebrauchen und wie sich der Gebrauch dieser Begriffe legitimiert. Und wird das nicht gemacht, sondern es wird einfach nur so dahingeredet, dann hat der Zuhörer, er weiß letztlich nicht aus Verstandesgründen, weswegen er so jemanden sein Vertrauen geben sollte. Denn was da gesprochen wird, das ist beruht ganz auf der Glaubwürdigkeit jetzt der Person als solcher oder irgendwelcher außer vernünftigen Gründen im Grunde genommen. Und diese dazu gehört zum Beispiel die Allgemeinheitsgrade solcher Begriffe, sich die klar machen zu können, dass verschiedene Abstraktionsstufen sozusagen möglich sind. Und Begriffe mit den höchsten Abstraktionsstufen, das heißt mit den höchsten Allgemeinheitsgraden, die sind notwendigerweise die leersten, die pauschalsten. Und es wird zwar gesprochen, aber es wird nichts gesagt. Es wird nur so Politiker-Gefasel halt, wo man den Eindruck hat, diese Platte wurde an einem bestimmten Tag schon 20 Mal abgespielt und man merkt es den Leuten eben an, dass sie nur immer bestimmte Formeln runterleiern, von denen sie wissen, dass damit eine bestimmte Wirkung erzielt werden kann und erklären, dass damit dass so etwas dem Geschäft geschuldet ist. So ist das nun mal. Ein Kabarettist, der erzählt auch immer in seinen Vorstellungen, wenn er ein Programm hat, immer wieder dasselbe. Und es ist eben die Kunst, dann so zu tun, als würde man alles immer zum ersten Mal erzählen. Bei den reflektierteren Gestalten, dann merkt man das schon, dass sie zwar das gleiche Programm abspulen, aber dann immer gewisse Variationen drin haben, vielleicht die Betonung anders legen. Das sieht man auch häufig bei anderen Künstlern, Musikern, dass sie irgendein Werk dann etwas anders interpretieren bei der nächsten Vorstellung.
Also ein Gespür zu entwickeln, inwieweit wie die Verbindung der Bedeutung eines Wortes mit dem Sprechenden, inwieweit die einen schlüssigen Eindruck macht. Also inwieweit das Schlagwort Authentizität, dass jemand zum Beispiel frei von der Leber, wie es so schön heißt, redet und nicht jede zwei Sekunden auf ein Papier oder Prompter schauen muss. Daran sieht man, wie verbindlich, wie verknüpft die Begriffe mit der Person sind. Und es heißt immer so schön, jedes Volk kriegt die Regierung, die es verdient hat. Ist dieses Volk nicht in der Lage, die Regierung, sage ich mal, auf Trab zu halten, oder dass man den Eindruck hat, dass dieses Volk tatsächlich was mitzureden hat, dann werden sich in solchen Regierungen so bestimmte Prozesse verselbstständigen. Die glauben dann, die können mit ihren Platten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchkommen. Und wenn dann Kritik, konstruktive Kritik an solchen Reden oder allem, was da sprachlich von der Obrigkeit an die unteren Chargen durchgesteckt wird, eine Kritik ist dann sinnvoll und konstruktiv, wenn ganz konkret bestimmte Begriffe auf ihren Bedeutungsgehalt angesprochen werden. So nach dem Motto, ja, was meinen Sie denn jetzt genau damit? So dass diese Leute dann gezwungen werden, sich gründlichere Gedanken zu machen und so das Verhältnis zwischen den Regierenden und Regierten, sage ich mal, besser verständlicher zu machen. Also ein Mitreden in irgendwelchen politischen Diskussionen macht nur Sinn, wenn man sich des Abstraktionsgrades jeweils immer bewusst ist und man in der Lage ist, diese höheren Allgemeinheitsgrade oder abstrakteren Allgemeinheitsgrade sofort herunterzubrechen oder eben danach zu fragen, inwieweit die dann heruntergebrochen werden können. Und dann steht dann immer, es ist auch meistens immer so, wenn es dann irgendwelche Fernsehformate, jetzt red ich in Bayern, wenn man sozusagen den Bürger fragt, dann ist die Frage immer, inwieweit irgendeine Politik dann ganz konkret vor Ort irgendwelche Auswirkungen hat. Und ob überhaupt eine solche Politik konkrete Auswirkungen hat. Das ist immer ein Deklinieren von Allgemeinheitsgraden, weil diese Obrigkeit oder das Regieren überhaupt sich daraus ergibt, dass eine Allgemeinheit regiert werden muss. Und dadurch ist dann im Extremfall, wie das die gute Frau Merkel mal formuliert hat, dass sie sich nicht um alle Einzelschicksale kümmern kann. Das ist in der Tat richtig. Und man darf aber nicht vergessen, dass genau dieser Umstand auch den Bürokratismus mit sich bringt.
dass die ganze Chose so organisiert ist, dass sie auf eine Masse von Menschen zutrifft, eine Masse von Menschen damit geregelt wird, weil sonst zu viele Regelungen und zu viele Gesetze nötig wären, die das Ganze dann immer unübersichtlicher machen. Und das ist im Grunde genommen immer das Problem zwischen den Vertretern der Allgemeinheit und den Vertretern sozusagen ihrer selbst, des einzelnen Menschen. Dieses Problem spiegelt sich aber, sage ich jetzt mal, zu 100% in der Sprache wider. Was gesprochen wird, Kommunikationsprozesse sind immer, Verständigungsprozesse sind immer entweder vom Einzelnen zum Allgemeinen oder vom Allgemeinen zum Einzelnen. Entweder will das Einzelne in die Allgemeinheit reinreden, also einen Einfluss auf die Allgemeinheit ausüben, oder umgekehrt, ein Vertreter der Allgemeinheit will auf das Einzelne einwirken, dahingehend, dass das Einzelne sich der Meinungen der Allgemeinheit annimmt. Und umgekehrt will dann das Einzelne, dass sich der Vertreter der Allgemeinheit sich der Ansichten des Einzelnen annimmt. So ungefähr, jetzt habe ich etwas zu viel herumgefuchtelt. Das macht das Ganze dann zum Schneiden schwierig, weil man dann sieht, wo der Schnitt ist. Aber wenn ich durch die Bank rede, da gibt es eh keinen Grund zum Schneiden. Jetzt muss ich aber doch mal noch 10 Minuten. Ja, die brauche ich aber, damit hier noch was passiert. Ich hänge hier an der 239 fest, so wie das ausschaut. Also Theorien mit unterschiedlichen Allgemeinheitsgraden, aber keine Theorie ohne einen Mindestgrad an Abstraktion. Und das sage ich noch dazu, das bedeutet jetzt als Prinzip, das ist, was das Individuum angeht, das trifft auch auf das Individuum zu. Also eine Theorie zum Individuum hat immer einen Mindestgrad an Abstraktion. Sprich, in der Theorie werden Individuen als Teile der Allgemeinheit, notwendigerweise als Teile einer Einheit, einer Allgemeinheit betrachtet. Das ist aber zu kurz gegriffen. Also solche Theorien, die sparen das ganze Thema, das von einem grundsätzlich logischen Standpunkt aus das Individuum der Allgemeinheit inkommensurabel ist. Also es gibt keine logische Brücke zwischen dem sogenannten irrationalen Einzelnen, das keine Verallgemeinerungsgrade hat, weil es sich ganz konkret um eine ganz bestimmte Sache an einem ganz bestimmten Ort zu einer ganz bestimmten Zeit handelt. Und das ist unwiederholbar. Diese Gegenwart, die findet kein zweites Mal statt. Und das ist ein irrationaler Nullpunkt. Der ist auch nicht mit noch so viel Verstandesarbeit ist es. Es ist logisch nicht greifbar. Es ist etwas, was über den menschlichen Verstand hinausgeht. Genauso wie das andere Extrem, die Unendlichkeit. Oder auf der anderen Seite der Skala eben der grundsätzliche, überhaupt der Ursprung von allem. So etwas ist mit dem Verstand nicht begreifbar. Das ist aber eine andere Geschichte. Um was es hier geht, ist immer nur das, was bewusst wird oder bewusst werden kann, mehr oder weniger rationale Prozesse. Und das sind
Abstraktionsprozesse oder eben sprachliche Prozesse. Und hierüber Klarheit zu schaffen, das ist die Mission, hier nicht nur hier auf dem Gleichsatzkanal, sondern auch auf der Webseite. Denn ohne ein Mindestmaß an Verständnis dieser Prozesse ist eine Demokratie nur eine Farce oder ein Witz, je nachdem, eine Theatervorstellung. Und wenn das nicht so sein soll, dann hat man sich eben um eine Aufklärung in der Richtung zu kümmern. Und wenn Sie mich fragen, hier fängt die Bildung erst eigentlich an, also die höhere Bildung an den höheren Bildungsinstituten, von mir aus schon ab der 10. Klasse, Gymnasium. Weil wenn jemand hiervon keine Ahnung hat, dann kann er auch nicht denken. Und wer nicht denken kann, kann auch nicht mitreden. So einfach ist es. Da kann man noch so viel reden, ja, das Volk, das weiß schon, ist ja nicht blöd und so weiter. Das sagen genau die, die im Grunde genommen auf dem Rücken der Dummheit dieser Leute regieren. So, jetzt aber kommen wir zu einer geheimnisvollen Persönlichkeit, möchte ich mal sagen. Also zu Goethe würde ich sagen. Mystifizinski Allegorowitsch Amann. Aus seinen sokratischen Denkwürdigkeiten schreibt er da: Fragt ihr nicht auch, wodurch ihr die Natur aus dem Weg geräumt? Bacon beschuldigt euch, dass ihr sie durch eure Abstraktionen schindet. Das ist jetzt eine Abstraktionskritik oder Kritik am theoretischen Denken, klassische Wissenschaftskritik auch. Gibt es dann auch im Anschluss an die Romantik, wird die Unmöglichkeit, die Lebensphilosophien, die kommen da auch rein, dass das Leben sich nicht mit Begriffen fassen lässt und die Wissenschaft, die hat es immer nur mit den toten Körpern zu tun, die eben nicht leben. Der Punkt wurde des Öfteren schon angesprochen, was jetzt so lebendige Begriffe, Organismen angeht, dass es da umso schwieriger ist, die passenden Begriffe zu finden, weil sich ja der Organismus ändert, aber das lässt sich dann auch mit einkalkulieren bis zu einem gewissen Grad, aber eben nicht über diesen Mindestgrad an Abstraktion hinaus, und dann bleibt immer noch ein irrationaler Rest. Und bei Hamann ist es auf die Spitze getrieben, dass er dann sagt, ja, dieser irrationale Rest macht eigentlich das Wesentliche aus an der ganzen Geschichte, und deswegen wird die Natur aus dem Weg geräumt und mit Abstraktionen geschindet. So ungefähr die krumme Gurke, die fällt nicht durchs EU-Raster und wird deswegen aussortiert, und der vernünftige Mensch prägt sich wie überhaupt Lebensmittelvernichtung, aber das ist eine andere Geschichte. Weswegen das so sein muss, diese Gurke schmeckt doch genauso gut. Man muss vielleicht beim Schälen um die Kurve schälen, und jetzt hat aber jemand einen Gurkenschäler zu Hause und der kommt nicht um die Kurve herum, und deswegen, weil das so viele Gurkenschäler, elektronische Gurkenschäler sind, hat man in der EU beschlossen, diese krummen Gurken auszusortieren und zu stigmatisieren. Alles dem Geschäft geschuldet.
Aber jetzt will ich noch etwas Strecke machen in der Zeit, die mir noch verbleibt. Marshall McLuhan, Casual Fuhren, wie es bei Genesis heißt. Gutenberg Galaxis, der gute Mann hat in den 60er Jahren schon das Ende des Buchzeitalters vorausgesagt, als hätte es damals schon die Tablets gegeben. Ist auch derjenige, von dem der Spruch stammt, the media is the message. Sprich, weniger was in diesen ganzen Medien da an Inhalten transportiert wird, ist die eigentliche Botschaft, sondern das Medium selbst. So dass in 3-4 Generationen schon die kleinen Kinder in dieser typisch gebückten Haltung mit Kopf nach vorne auf die Welt kommen, so dass man ihnen gleich ein Handy in die Hand drücken kann. 241, wie gesagt, Marshall McLuhan, Casual Fuhren, Head Buried in the Sand. There's Howard Hughes in blue suede shoes, smiling at the majorette, smoking Winston cigarettes. And as the song and dance begins, the children play at home with needles and pins. Meine Zeit ist abgelaufen und man hat mir schon 100-mal gesagt, ich soll keine Lyrics hier zum Besten geben, aber irgendwie überkommt es mich dann immer wieder. Also, und je ungenauer die Wörter sind, desto größer ist die Delegierung. Einfach deshalb, weil sie dann auf mehr Einzelfälle angewendet werden können. Dies ist das einzige wichtige Charakteristikum der Wörter in einem Gesetzesentwurf und einer Rechtsinterpretation. Und wenn mein Publikum jetzt fleißig aufgepasst hat, die ganzen vorherigen 48 Folgen, dann weiß es, was hier in diesem Satz steht und kann sich einen Begriff von solchen Sätzen machen. Einen ausgeprägten Begriff würde ich mal behaupten. Aber ich will das jetzt nur nicht mehr breitreten, weil meine Zeit schon gekommen ist und ich dieses Mal sowieso viel zu viel aus der Schule geplaudert habe und auch noch eine Strecke machen möchte. Und deswegen markiere ich mir die Nummer 242 für die Jubiläumsfolge 50 wieder mit Fanfare und Tusch. So ich es nicht. Vergessen. Peace und out die Braut.